Norwegen, Spanien und Irland wollen einen unabhängigen palästinensischen Staat anerkennen. Formell soll der Schritt am 28. Mai vollzogen werden, wie die Regierungschefs der drei europäischen Staaten mitteilten. Was wir heute ankündigen, unterstreicht die Position, die Norwegen schon seit langem vertritt. Die Palästinenser haben ein grundlegendes, unabhängiges Recht auf ihren eigenen Staat. Sowohl Israelis als auch Palästinenser haben das Recht, in ihren jeweiligen Staaten in Frieden zu leben. Dies war die Grundlage für den UN-Teilungsplan von 1947 und als Israel von Norwegen und mehreren anderen Ländern 1949 anerkannt wurde. Es kann keinen Frieden im Nahen Osten geben, ohne dass Palästinenser und Israelis ihre eigenen Staaten haben und dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Mit anderen Worten, der Frieden im Nahen Osten erfordert einen palästinensischen Staat. Bisher gibt es nur eine palästinensische Autonomiebehörde mit sehr eingeschränkten staatlichen Rechten, die im Westjordanland sitzt. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamische Hamas. Dort führt Israel seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 einen Krieg gegen die Extremistenorganisation. Spaniens Premier Pedro Sanchez kritisierte am Mittwoch, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe kein Friedensprojekt für Palästina. Der Kampf gegen die Terrorgruppe ist legitim und nach den Ereignissen vom 7. Oktober notwendig. Aber Netanyahu verursacht so viel Schmerz, so viel Zerstörung und so viel Groll im Gazastreifen und im übrigen Palästina, dass die Lebensfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft in Gefahr ist. Der irische Ministerpräsident Simon Harris sagte, sein Land, Norwegen und Spanien würden nun die notwendigen nationalen Schritte unternehmen. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass weitere Länder folgen werden. Innerhalb der EU und des Westens ist dieser Kurs umstritten. Die Bundesregierung lehnt eine Anerkennung zum jetzigen Zeitpunkt ab.